Hallo meine Freunde und herzlich willkommen zu einer neuen Folge aus unserem Jurassic World Nachbau. Und diese Folge ist möglich, weil der gute Radar 1985 wieder eine richtig coole Mod veröffentlicht hat, nämlich eine Mod, die die Bauteile aus dem Tyrannosaurus Rex Kingdom aus dem Film in das Spiel bringt. Und ich wollte mir natürlich nicht entgehen lassen, das Ganze dann auch in meinem Nachbauprojekt mit einzubringen. Dafür musst du natürlich als allererstes mal die alte oder das alte Jurassic, nicht Jurassic, Tyrannosaurus Rex Kingdom weg. Und dann konnte ich schon anfangen, mit der neuen Mod das neue aufzubauen. Und dann ist nach und nach endlich hier diese Arena, wo dann der Tyrannosaurus drin sein wird, entstanden. Durch die Mod kommen wirklich richtig viele coole Teile in das Spiel. Nicht nur diese Arena, wo der Rexy drin ist, sondern auch die ganzen Zäune um die Arena herum und auch diese ganzen Tore und Eingänge. Und diese werde ich jetzt auch gleich schon einzeichnen. Aber als allererstes Mal habe ich mir mit einem Zaun so eine kleine Leitlinie gemacht, damit das Ganze dann auch später nicht rum und schief ist. Hier seht ihr auch schon das erste Tor, den ersten Eingang. Der ist ja zwischen diesen Läden. Und jetzt kommen schon diese coolen Zäune, die auch richtig viele Details haben. Auch auf der Innenseite diese ganzen Rohre und was das sind. Die sieht man nämlich auch gerade bei Camp Kreidezeit sehr, sehr gut, dass da viel Technik auf der Innenseite ist. Und jetzt seht ihr es halt, ne? Ich platziere jetzt hier nach und nach das Ganze schön an dem Zaun entlang. Ist immer so ein bisschen frickelige Arbeit, aber ich finde am Ende lohnt sich dann der Aufwand, wenn man das vernünftig macht. Ich habe das Ganze übrigens versucht so zu bauen, dass es von den Ansichten, die man im Film sieht, auf den Screenshots, die ich gemacht habe, als Orientierung, dann auch möglichst genauso im Spiel aussieht. Allerdings kann man natürlich nicht jede Ecke und jeden Winkel einsehen. Deswegen habe ich dann auch an der einen oder anderen Stelle so ein bisschen improvisiert und das Ganze so ein bisschen frei nach Schnauze gebaut, wie es dann gepasst hat. Man muss auch nochmal dazu sagen, in Camp Kreidezeit kann man das Ganze ja auch ganz gut sehen. Allerdings sind da so ein paar Abweichungen auch noch zum Film. Also da sind dann auch mal Türen an der Stelle, die man, oder wo man weiß, dass die im Film nicht da sind. Und ja, ich habe mich dann eher an dem Film orientiert, also am Jurassic World Film, anstatt an Camp Kreidezeit. Auch an dieser Stelle habe ich mit dem Zaun ein wenig improvisiert. Der ist nicht ganz genauso gezogen wie im Film von der Form her. Aber das war auch nicht möglich, weil das sonst einfach nicht vernünftig bei mir reingepasst hätte und ausgesehen hätte. Weil das Problem ist auch immer so ein bisschen, dass im Spiel die Größenverhältnisse von den Gebäuden und von allem, was man so hat, etwas anders sind als im Film. Und dann muss man halt an der einen oder anderen Stelle dann das Ganze dementsprechend anpassen. Aber ich finde es auch ehrlich gesagt gar nicht so schlimm, wenn man so ein bisschen seinen eigenen Touch damit reinbringt.
Und dann ging es an die Innengestaltung von dieser Arena. Und dabei gab es sogar durch die Mod diesen coolen Baumstamm, welcher ja so ein Durchgang durch das Gehege ist und wo dann die Besucher durch eine Scheibe aus nächster Nähe den Tyrannosaurus Rex dann auch beobachten können. Gestaltungstechnisch wollte ich das Ganze natürlich möglichst dschungelig aussehen lassen, aber ich wollte auch nicht zu sehr übertreiben, weil das hatte ich glaube ich schon mal in der dritten, vierten Folge oder so erwähnt. Dieses Tyrannosaurus Rex Kingdom sieht von oben von den Bäumen her anders aus als auf den Screenshots in dem Gehege. Weil im Gehege ist es halt so ein richtiger Redwood-Tree-Wald und von oben sieht das Ganze nicht ganz so krass aus. Deswegen habe ich hier mich ein bisschen zurückgehalten mit Bäumen und habe aber trotzdem dann eine schöne Auswahl, denke ich, getroffen und habe dann auch versucht, mit möglichst vielen Objekten das Ganze dann so dschungelig wie möglich wirken zu lassen. Und jetzt fehlt eigentlich nur noch eine Sache und die kommt gerade schon geflogen, nämlich der Tyrannosaurus Rex. Oh, wie groß der aussieht neben dieser coolen Baumstamm-Besuchergalerie. Das ist mega nice. Die sind halt ungefähr auf Kopfhöhe vom Rexy, wenn die da drin stehen. Das ist schon echt cool gemacht. Echt eine tolle Mod von Raider. Ich hoffe, der bringt noch weitere solche Deko-Mods raus. Ist ein bisschen klein für einen Rexy. Aber ich denke, wir haben es einigermaßen vernünftig hinbekommen, dass es relativ nah an den Film rankommt. Bin auf jeden Fall damit zufrieden. Man kann es definitiv erkennen. So sieht übrigens mittlerweile das Ganze hier aus. Hier haben wir auch die Mosasaurus-Bucht, haben wir die Hotelanlagen, alles nach und nach schon nachgebaut. Aber es fehlen natürlich noch einige Sachen und ich hoffe, dass wir dann mit weiteren Mods auch noch die Jurassic World weiter vervollständigen können. Ich würde aber sagen, das soll's für die heutige Folge gewesen sein. Falls sie euch gefallen hat, lasst ein Like da. Ich blende jetzt nochmal ein paar schöne Bilder für euch ein und wünsche euch noch einen angenehmen Tag. Macht's gut, haut rein, euer Dandy.